Eine chronisch-myeloische Leukämie ist eine Bluterkrankung, die sich durch einen Anstieg der weißen Blutkörperchen im Blutbild bemerkbar macht. Die chronisch-myeloische Leukämie entsteht durch eine Veränderung einer einzelnen Blutstammzelle im Knochenmark, die sich derart verändert, dass sie sich ungehemmt teilen kann, und dadurch kommt es eben zu einer Vermehrung dieser Zellen im Knochenmark und in der Folge auch im peripheren Blutbild. Bei der chronisch-myeloischen Leukämie beginnt die Erkrankung im Knochenmark. Wie gesagt, kommt es zu einer Veränderung in einer einzelnen peripheren Blutstammzelle und dadurch zu einer Vermehrung der weißen Blutkörperchen, vor allem im peripheren Blutbild. In der weiteren Folge können im peripheren Blutbild auch die Blutplättchen, die Thrombozyten, erhöht sein. Und das rote Blutbild, also die roten Blutkörperchen bzw. das Hämoglobin, kann in der weiteren Folge der Erkrankung erniedrigt sein. Die Veränderung in der Blutstammzelle bei der chronisch-myeloischen Leukämie entsteht dadurch, dass es im Bereich der Chromosomen zu einer Veränderung kommt. Das heißt, es kommt zu einem Bruch in zwei bestimmten Chromosomen. Das ist einerseits das Chromosom 9 und andererseits das Chromosom 22. Und ein Teil des Chromosoms 9 wird auf das Chromosom 22 transferiert und umgekehrt. Und dadurch entsteht die ganz spezifische Translokation 9-22. Das wird auch das Philadelphia-Chromosom genannt, und diese Veränderung führt letztlich dazu, dass ein Fusionsgen entsteht. Es kommen sozusagen da zwei Teile, ein Teil des Chromosoms 9 und ein Teil des Chromosoms 22 zusammen, und dadurch entsteht ein Fusionsgen, das BCR-ABL, in der weiteren Folge ein Fusionsprotein. Und diese Veränderungen sind ganz typisch und spezifisch für die chronisch-myeloische Leukämie und führen dazu, dass sich die Zellen letztlich ungehemmt teilen und vermehren können. Diese genetische Veränderung, also das Philadelphia-Chromosom bzw. dieses BCR-ABL-Fusionsgen, entsteht im Laufe des Lebens. Man erwirbt diese Translokation, das heißt, sie wird nicht vererbt, sondern man erwirbt sie im Laufe des Lebens. Warum es zu dieser Veränderung kommt, ist unklar. Für die Diagnose einer chronisch-myeloischen Leukämie wird das Vorhandensein eines Philadelphia-Chromosoms bzw. des BCR-ABL-Fusionsgens gefordert. Es gibt seltene Fälle von chronisch-myeloischen Leukämien, in denen das Philadelphia-Chromosom nicht nachgewiesen werden kann. In diesen Fällen ist aber dann ein BCR-ABL-Fusionsgen nachzuweisen.